ist schon alles ein bisschen sehr eigenartig, denn du hast völlig recht, weil viele sagen ja, sprechen sogar von Gurkentruppe, die die Lage in Deutschland überhaupt nicht im Griff haben. Dem schließen wir uns natürlich nicht an. Aber man muss immer die Frage stellen, welche Aufgabe haben sie zu erfüllen? Sind sie tatsächlich so, wie sie es vereidigt haben, dem deutschen Volk gegenüber schuldig? Oder haben sie eben ganz andere Aufgaben? Und wenn ich mir mal vor Augen führe, dass sich die Zerstörung eines Landes, eines Staates, einer Struktur, einer Wirtschaft, einer Politik im Griff habe oder die haben möchte, umsetzen möchte, dann machen sie durchaus eine gute Arbeit. Aber ich habe das Gefühl eben nicht so, wie Sie sagen. Wäre ein Meineid, aber da ist natürlich wieder Raum für Spekulation. Überall, wo man hinschaut, bei dieser Bundesregierung kommt der Bürger an der letzten Stelle. Grüne, SPD und FDP tun einfach alles, um den ganz normalen Leuten, die morgens aufstehen, zur Arbeit fahren, Steuern zahlen, Familien gründen, Kinder aufziehen und das Land am Laufen halten, das Leben so schwer wie möglich zu machen. Die Inflation frisst die Löhne und Renten auf. Seit Jahren stagnieren und sinken die Reallöhne. Dem Bürger bleibt von dem, was er verdient, einfach zu wenig netto. Millionen Menschen wissen nicht, wie sie jeden Tag ihre Rechnungen und Einkäufe bezahlen sollen. Und was tut die Ampel? Sie treibt die Steuer- und Abgabenlast immer weiter in die Höhe. Mitten in der Krise hat diese Bundesregierung noch die Unverschämtheit, bei diesen Rekordpreisen auf Energie und Sprit doch noch die Abzocksteuer CO2-Abgabe nochmal obendrauf zu setzen und mehr zu erhöhen, als es ohnehin geplant war. Was ist das für eine Schande, wie hier mit uns umgegangen wird? Julian Reichel, der ehemalige Bildchef, der jetzt zu den Freidenkern gewechselt ist, der hat bei Twitter, oder das heißt ja jetzt X, hat Folgendes geschrieben: Die SPD verhöhnt das Land, das lebensnotwendig günstigen Strom braucht, und bebildert das mit einem lädierten Kanzler. Der trägt jetzt Augenklappe. Man kann sich dieses Ausmaß an Verachtung für die Sorgen normaler Menschen nicht mehr ausdenken. Zitat Ende. Naja, also dieses Bild, und das muss er sich dann eben halt gefallen lassen, der Herr Scholz zeigt einen lädierten Kanzler, aber das ist er weniger auf körperlicher Ebene, sondern vor allem auf politischer Ebene. Denn wenn wir uns diese ganzen Cum-Ex-Affären und diese ganzen anderen Dinge ansehen oder dem Habeck-Reichen-Plan, Clan, der sich gebildet hat, wo hier letztendlich die Gelder hin und her geschachert werden, wohlgemerkt Steuergelder, das sind natürlich alles Dinge. Und da ist also das ledierte Gesicht wohl der geringste Schaden, den er repräsentiert hier, wenn er dann sich ablichten lässt. Und dabei betrifft es ja nicht nur das Tanken und das Heizen. CO2 steckt in jedem Produktionsprozess. Das heißt, alle Güter werden teurer und dementsprechend wird alles teurer. Und das wird ja auch nicht dazu gesagt. Strom und Energie sind zu teuer. Was tut die Ampel? Sie macht sie noch teurer. Mitten in der Energiekrise schaltet diese Bundesregierung die letzten Kernkraftwerke ab. Argumente zählen nicht. Den Wiedereinstieg bezeichnen Kanzler und die grünen Minister als Tabu. Oder totes Pferd. Ich muss euch sagen, dieser Kanzler und diese Bundesregierung sind tote Pferde. Wir brauchen Neuwahlen. Andreas, wie ist die Lage an der Front, die aktuelle deutsche Regierung gegen die eigene Wirtschaft fährt? Ja, wir haben ein Paradoxon. Wir reden immer nur über die Einwanderung nach Deutschland in die Sozialsysteme, aber nicht über die Abwanderung aus Deutschland durch Personen, die Sozialsysteme finanzieren. Und die Gründe für die Menschen, genau diese Menschen, die Deutschland verlassen, die sind natürlich vielseitig. Von der Inflation über die Politik bis hin natürlich auch zu den wirtschaftlichen Aussichten reichen die Gründe
für den anhaltenden Trend zur Auswanderung aus Deutschland. Man weiß zum Beispiel allein durch die Target-Salden mit Griechenland und mit Italien über die vielen Jahre. Und im vergangenen Jahr haben mehr als 80.000 deutsche Staatsbürger das Land verlassen. Und Deutschland erlebt einen regelrechten Bevölkerungsaustausch. Das beschreibt auch die Epoch Times so. Und der Trend ist eindeutig. Einer verstärkten Einwanderung nach Deutschland in den vergangenen Jahren steht ein dauerhaft hohes Maß an Auswanderung gegenüber. Das ist der Bevölkerungsaustausch. Mittlerweile leben zurzeit 3,8 Millionen deutsche Staatsangehörige bereits im Ausland. Und diese aus einem OECD-Bericht stammende Zahl entspricht einem Anteil von 5,1% der deutschen Wohnbevölkerung. Deutschland ist das Sozialamt der Welt. Aber im eigenen Land lohnt sich die Arbeit nicht mehr. Die Deutschen zahlen die höchsten Steuern in der Welt und haben die niedrigsten Renten und sind auch beim privaten Wohneigentum ganz weit hinten. Auf eine anständige Rentenerhöhung warten die Rentner weiterhin. Stattdessen erhöht diese unsägliche Ampel das Bürgergeld. Andreas, wir stellen aber auch fest, dass nicht nur Deutsche das Land verlassen, sondern dass auch viele hochgebildete Ausländer, die seit vielen Jahren in Deutschland arbeiten, wieder abhauen. Naja, es sind viele nach Deutschland gegangen in den letzten Jahrzehnten, weil sie hier die großen Chancen gesehen haben. Und die hauen jetzt wieder ab, weil es überall mittlerweile besser ist, offenbar. Im Vorjahr hatten insgesamt, wirklich festhalten, 268.167 Menschen Deutschland verlassen. Und das ist eine gewaltige Zahl, mit der sich das Drama für den deutschen Wirtschaftsstandort belegen lässt. Das sind nämlich nicht die Sozialhilfeempfänger, die gegangen sind, sondern die, die das finanzieren. Und die Zahl der nicht-deutschen Staatsangehörigen, die du gerade genannt hattest, die jährlich das Land verlassen, ist deutlich höher als bei den Deutschen selbst. Im Vorjahr lag die Zahl der ausländischen Staatsangehörigen, die Deutschland den Rücken gekehrt haben, bei 935.516 Menschen. Das ist eine Großstadt. Deutschland hat also ein doppeltes Problem. Die Auswanderung bleibt auf einem hohen Niveau, was die Zahl anbelangt. Und etwa 3/4 der Auswanderer, das ist eine entscheidende Zahl, haben einen akademischen Abschluss. 3/4 haben einen akademischen Abschluss. Und demgegenüber bleibt Deutschland für ausländische Fachkräfte unattraktiver als eine Vielzahl potenzieller weiterer Auswanderungsziele. Es ist ungewiss, ob die jüngsten Anstrengungen der Bundesregierung, wie wir das gerade erleben, die Einwanderung zu erleichtern, diesem Trend ansatzweise entgegenwirken können. Und wer hofft, mit den Schwarzen würde es besser? Auch Fehlanzeige. Die CDU ist immer noch die alte Merkel-CDU und macht alles mit, von Energiewende bis Massenmigration. Und das hat sie ja auch selbst angezettelt. Und der Herr Merzel ist als Oppositionsführer sowieso ein Totalausfall. Er will sich nämlich auf gar keinen Fall mit den Grünen verscherzen, die ihn ja irgendwann nochmal zum Kanzler machen sollen. Darum geht es. Ökonomen machen auf jeden Fall deutlich, dass die Löhne in Deutschland massiv steigen müssten, um mehr Menschen im Land zu halten. Und dazu sei eine Reform des Steuer- und Abgabenrechts erforderlich, um für die in Deutschland Berufstätigen höhere Nettoverdienste zu gewährleisten. Aber wir erleben ja genau das Gegenteil. Die politischen Clanbildungen, denken wir an den Habeck-Greichen-Clan, aber auch die aktuellen SPD- oder FDP-Skandale, wo sich die Familienangehörigen gegenseitig die steuerfinanzierten attraktiven Posten dann zuschustern. Das geht ja nahezu durch alle Parteien, dieses Phänomen. Und wenn wir sehen, dass diese Schattenhaushalte mit dem Begriff Sondervermögen den Staat ruinös in eine Verschuldung treibt, dann wird es deutlich, dass viele Menschen hochrechnen können. Die Mieten explodieren. Der Traum vom eigenen Haus wird für junge Familien zum unerfüllbaren Traum. Bauen wird zum unerschwinglichen Luxus. Die Energiepreise sind zu hoch und reißen alle anderen mit sich. Und was tut die Ampel? Sie macht das Bauen noch teurer. Sie macht den Bürokratiewust noch größer und schikaniert Bauherren mit immer strengeren Auflagen. Wenn es nach den Sozis geht, kommt auch noch ein Mietenstopp, der den vielen kleinen Privatvermietern das Wasser abgräbt.
Das hat nämlich auch schon in der DDR so wunderbar funktioniert. Auch die Maßnahmen, gegen Auswanderer vorzugehen, die man mit Wegzugsteuern zum Beispiel belegt. Man muss sich das einmal vorstellen. Da werden zum Beispiel deutsche Unternehmenseigentümer, die gerade einmal mindestens nur 1% Anteil an einem Unternehmen, einer GmbH oder AG zum Beispiel haben, zum Teil mit existenzbedrohenden Steuerlasten bedroht, wenn sie ihr Land verlassen wollen. Und hier werden geschichtliche Parallelen deutlich. Am 8.12.1931, wir reden hier übrigens nicht über das Dritte Reich, sondern wir reden hier über die Weimarer Republik, das möchte ich hier deutlich sagen. Am 8.12.31 wurde die Reichsfluchtsteuer in Deutschland eingeführt, mit dem Grund, die Kapitalflucht einzudämmen. Und am 21.05.2021, also aktuell, hat der Deutsche Bundestag die Wegzugbesteuerung neu verfasst, um die Kapitalflucht einzudämmen. Und hier wird ein aufkommender Totalitarismus, zumindest die Gefahr dafür, ganz deutlich. Zumindest ist das meine persönliche Meinung.